Haben wir uns, lieber André, in den letzten Wochen, ich weiß nicht wo, überall getroffen, jedenfalls in Paris, jedenfalls in Wien und an vielen anderen Orten, natürlich häufiger auch in Kiew. Umso mehr freue ich mich, dass wir uns diesmal hier in Berlin zusammenfinden. Die Zusammentreffen haben häufig unter schwierigen Umständen stattgefunden und natürlich ist die ukrainische Krise nach wie vor nicht überwunden, aber vielleicht haben wir ein paar kleine gemeinsame Weichenstellungen in Richtung nationaler Verständigung und Deeskalation in diesen letzten 2-3 Wochen doch miteinander hinbekommen. Dazu gehört die Genfer Konferenz und dazu gehört natürlich insbesondere die Einführung des nationalen Dialogs samt der runden Tische, die jetzt inzwischen in der Ukraine auch getagt haben. In Kiew, in Charkiw hat es solche runden Tische gegeben, an denen viele Beteiligte aus Regierung und Opposition, der Zivilgesellschaft teilgenommen haben, die, wie wir gestern uns in dem Gespräch mit Wolfgang Ischinger überzeugen konnten, auch mit wichtigen Erkenntnissen verlaufen sind. Ich glaube, die beiden Präsidenten, Herr Kravchuk und Herr Kutschma, arbeiten gut zusammen mit Wolfgang Ischinger. Und das, was man von runden Tischen erwarten kann, dass sie Brücken über Gräben hinweg bilden, das findet jetzt statt. Das verlangt Zeit, das verlangt Geduld und das verlangt Aufmerksamkeit. Aber das beginnt jetzt und natürlich wird das noch viel Engagement seitens der Beteiligten dauern, bis sich diejenigen, die mitgenommen werden sollen, an diesem nationalen Dialog auch mitgenommen sind. Ich freue mich und das darf ich Ihnen jetzt gerade aus unserem Gespräch, was eben zu Ende gegangen ist, mitteilen, dass es noch einen weiteren runden Tisch jetzt vor den Präsidentschaftswahlen am kommenden Wochenende geben wird, vermutlich in Mykolaiv. Und das ist deshalb gut, weil das jetzt ein Signal in dieser wichtigen Woche vor den Präsidentschaftswahlen ist. Und diese Präsidentschaftswahlen, ich sage es immer wieder, lieber Herr Kollege, nicht nur in europäischen Räten, sondern auch hier in Deutschland, diese Präsidentschaftswahlen können in ihrer Bedeutung überhaupt nicht überschätzt werden. Das ist eine entscheidende Wegmarke und eine wirkliche Chance für den Neuanfang in der Ukraine. Das kann der Schlüssel sein zur Wiedergewinnung von wirtschaftlicher und politischer Stabilität in der Ukraine. Und weil das so ist, kommt es natürlich darauf an, dass möglichst viele Menschen an freien und demokratischen Wahlen tatsächlich auch teilnehmen können. Und ich weiß, dass Sie daran arbeiten, der runde Tisch arbeitet daran, vielen Menschen diese Chance tatsächlich auch zu geben. Die ukrainische Regierung tut das Ihrige und vor allen Dingen sind in etwa 1000 OSZE-Wahlbeobachter mittlerweile in der Ukraine tätig. In der vergangenen Woche konnte ich mit der Leitung der Mission sprechen und habe mich überzeugen können davon, wie professionell diese Wahlen vorbereitet werden können, soweit OSZE und ukrainische Regierung das tun können, unter den 1000 OSZE-Beobachter auch in etwa 100 Deutsche, aber wir wollen die Situation nicht überzeichnen. Es gibt natürlich weiterhin auch mit Blick auf den kommenden Sonntag, auf den Wahlsonntag, ernste Risiken. An manchen Orten in der Ukraine, in der Ostukraine, wollen Separatisten die Wahlen verhindern. An einigen Orten bleibt die Sicherheitslage, auch wenn sie sich insgesamt vielleicht ein wenig beruhigt hat in den letzten Tagen, insgesamt bleibt die Sicherheitslage in der Ostukraine sehr fragil und deshalb muss jetzt in den letzten Tagen vor der Wahl die Zeit genutzt werden, um an möglichst vielen Orten in der Ukraine die Wahlen möglich zu machen. Dazu gehört es natürlich auch, soweit wie möglich bewaffnete Konfrontationen zu vermeiden und Kampfhandlungen, wo sie stattfinden, auch einzustellen. Wir hoffen jedenfalls miteinander, dass diese Wahlen der Beginn einer Stabilisierung der Ukraine sind. Und lieber André, lieber Herr Kollege Außenminister,
diejenigen, und ich konnte mich davon überzeugen, die dem täglichen Stress bei der Stabilisierung des Landes ausgesetzt sind, denen wünsche ich umso mehr, dass sie in eine etwas ruhigere Phase nach den Wahlen kommen, um ihrer wichtigen Arbeit tatsächlich nachzugehen. Vielen Dank.